Oh, hallo? Wie ungewöhnlich, hier eine ganze Gruppe an Vampiren zu treffen. Was macht ihr hier? Wir sind eher zufällig hier, aber was machst du hier? Hast du hier das Blut hinterlassen? Mein Bruder Lebi liegt hier begraben. Er war ein Mensch, den ich versucht habe, bestmöglich zu schützen. Doch am Ende hat der Heilige Kreuzzug ihn als Verräter gebrandmarkt, weil er mit mir zusammen gesehen wurde. Es tut mir leid zu hören. Es ist geschehen und ich kann nichts mehr daran ändern. Und das Blut hier? Von wem stammt das? Von Grabräubern und Taugenichtsen, die versucht haben, die Leiche meines Bruders zu plündern. Ihr versteht sicher, dass ich das nicht zulassen konnte. Ich hätte sie jedenfalls möglichst lange leiden lassen. Ja, sie haben ihre Strafe bekommen. Bitte entschuldigt mich. Ich möchte nun ein wenig weiter allein trauern. In Ordnung. Wir lassen dich allein. Oh, das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Oh, hier geht's noch weiter. Na komm her. Was sind das denn? Frostteufel. Mhm. Frostteufel hört sich eher sehr nach Dings an. Mal gucken. Da. Ei. Warum haben sie seine Laubweine abgesehen? Das ist ja unfair. Dann kann ich die wenigstens jetzt heilen. Das sind wirklich kleine Teufelchen, die auch nur zaubern. Ist das? Das sind kleine nervige Biester. So. Ach, jetzt habe ich Vaska geheilt. Ich wollte eigentlich Elaine heilen. Ja, komm. Ihr seid einfach nur nervtötend.
Nein, ich wollte das machen. So. Oh, nächste erledigt. Und der nächste tot. Ich glaub's nicht. Oh, was ist das für ein kleiner Nervenhaufen hier? So. Sind das kleine Nervenbiester. So, jetzt ist aber Schluss hier. Ich gebe jetzt, ich habe keinen Vampir. Mist. Komm. Oh, besser. Halt. Erledigt. Oh, die waren ja nervig. Miese kleine Teufel. Und alle haben sie Blutmangel. Oh Gott. Gott sei Dank habe ich Blutelixiere. Und selbst die gehen langsam zur Neige. Oh, hier ist noch einer. Nein, es sind schon wieder diese ganzen hässlichen Teufel. Schild der Krone. So, dem einen bin ich schon mal ausgewichen. Fünf Stück mit diesen Teufeln, ne? Das ist belastend. Aber wenigstens haben wir die Truhe gefunden. So, und raus hier. Oh, waren die nervig. So. Ach ja, hier war ja auch noch eins. Stimmt. Ja, das muss ich auch noch. Aber Gott sei Dank weiß ich ja, wo das hier ist. Und da habe ich jetzt auch gerade keine Lust drauf. So, und tschüss. Die Viecher mehr ärgern. Sie mich immer so ärgern. So. Abhauen. So. 33 und 35. So, die ist sowieso immer magisch. So, was war ich? Wo bin ich? Ach ja, hier, genau. Das war das Haus von der ollen Trolla da. Mhm. Okay, hier war ich also schon mal irgendwie. Aber habe nicht die richtige Truhe gefunden. Angeblich. Irgendwie, keine Ahnung. Kann ja sein. Ach, das war hier dieses Blablabla. Ich weiß gar nicht mehr, mit was ich das zu Fall gebracht habe.
Ich habe keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber es geht schon ganz gut. Oh. Müsste ich hier nur diesen Ort finden, wie ich da reinkomme. Und dafür brauche ich irgendwie Geheimgang, Gedönse, ich weiß es nicht. Ah. Perfekt. Probieren. Kratos-Schuhe. Mhm. So. Gucken wir uns mal aber mal die Gegenstände an. Das ist hier ein Schild der Krone. Das bringt aber nicht so... Träger wird häufiger angegriffen. Ach, nee. Danke, nein. Strahlende Rüstung. Hm, das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Stärken die Vitalität des Trägers. Ja, warum nicht? Gut, dann haben wir das hier jetzt auch schon erledigt. Geht ja doch schneller, als ich dachte. Supi, wo sind wir? Wir sind unten. Hier ist noch ein...